moin. Hallo. Wir sind ja immer noch dabei, hier unseren kleinen Freund, den Biber. Den männlichen Biber. Der heißt nicht Justin. Heißt der nicht? Nee. Wie wird der denn heißen? Kommen wir ja sogar Insekten hier im Garten. Eine Meganeure, Level 55. Die nervt mich eh schon die ganze Zeit. Die ist hübsch. Nimm sie doch mit. Die ist tot. Die ist irgendwie tot. Irgendwie kann die nichts ab. Das macht ja unser kleiner Kano. Der frisst uns die Haare vom Kopf. Unser Biber ist gleich fertig. Echt? Hilfe. Zeig mal. Oh ja, wie schön. So, Flächen habe ich rausgenommen. Die kriegt keins mehr. Der Biber am... Wie heißt er denn? Der Biber. Der Biber? Der Biber. Der heißt... Bert. Bert? Nee. Kuni? Nee. Kunibert ist eher ein Name für einen... Affen. Nein. Doch. Wie heißt er? Das weiß ich auch nicht. Ich weiß es nicht. Wie heißt er denn nun? Ist er fertig oder ist fertig? Ist fertig. Fertig heißt er. Der heißt Karl Heinz. Nein. Warum nicht? Ich habe ihn benannt. Freddy! Freddy ist zu fertig! Freddy ist so hübsch. Freddy ist bestimmt gleich tot, weil ein Skorpion kommt. Der folgt dir, ne? Ja, soll er ja auch. So, ich habe hier noch ein bisschen Zaun hingebaut. Oh, leck. Ein Zaun hingebaut für die Hütte. So, einfach damit es ein bisschen noch geschützt ist. Was machst du jetzt? Ich bin fertig. Karawane? Karawane. Karawane ins Unglück? Ich nehme die beiden Tiere und reite auf dem. Was ist mit dem Viech Dilo? Hier. Der bleibt hier wohnen. Der Dilo, ne? Bleibt da wohnen. Da muss den ich den aber auf. Dann auf neutral mussten machen schon. Der passt auf unsere Hütte der auf. Der hat ein Level up. So, ich reite dann hier zum Boot und du passt von oben auf mich auf. Du bist dann die Vor. Ja, Moment. Ich will erstmal den Dilo hier vorne hin tun. Das ist ja unser Wachhund. Komm her. So. Komm. Du musst noch ein bisschen zurück. Eigentlich nicht. So. Dann... Schnapp ich mir. Da kann man nämlich hinten noch rum. Oh Mann. Dieser Schwanz. Das würde ich auch mal gern sagen. Ja, dann. So. Das ist auch ein Stinktier. Ach nee, das ist auch ein Beamer. Der hat einen roten Schwanz. Der ist irgendwie süß da, der im Wasser jetzt. Die Karawane ist geraunt. Bist du da? Guck in vor, dass ich da auch her kann. Ja. Da ist alles gut. Müssen wir hier hoch oder da runter? Wir müssen hoch. Also jetzt hier links hoch. Ich wollte kein Gas geben. Noch sieht's hier gut aus. Da ist ein Dilo. Da greift was. Achso, der Dilo. Nicht mit dem... Das ist scheiße, wenn du hier in den Kampf eingreifst.
Weil dann verknotet sich alles und ja. Dann passiert das nämlich, was dir jetzt passiert ist. So, wo müssen wir jetzt hin? Ach, weiter geradeaus, ich sehe es schon. Hier hoch? Ja, da ist ja jetzt hier unsere andere Hütte, Ex-Hütte. Ah, oh, hier ist ein Baby-Oviraptor. Ja, echt? Ja, genau da. Ach, hier ist die Hütte. Müssen wir jetzt hier hoch oder da runter? Ich glaube, da runter, ne? Ja, ich fliege mal kurz vor. Ich meine auch hier. Ja. Richtig? Achso, da runter dann, ne? Ja, aber du da so. Ich glaube, ich sehe da einen Bären. Ein Bären? Ach, da bist du ja schon. Da war nur ein Dilo, den hab ich mal. Schau mal. Da. Jetzt links von dir. Flieg da mal ein bisschen hin. Links oder rechts? Rechts, Entschuldigung, rechts. Da hinten, ja. Das ist ein Schwein. Ein Schwein, okay. Fliegst du mal an den Strand gucken, ob da die Luft rein ist? Hier ist ein Affe. Ja, das ist ja egal, wenn man denen ja nichts tut. Die Patschis tun einem auch nichts. Die will ich auch nicht sehen. Wir müssen zum Strand und dann musst du dich rechts halten. Dann siehst du schon das Floß. Da! Da! Oh. Du hast angegriffen! Ich kann nichts machen. Ja, warum ist deiner denn hier auf... Ah, na ja, schon gut. Mach den mal bitte auf dein Ziel angreifen. Ja, ich muss sowieso absteigen. Weil das ist sonst alles Murks, was du machst. Also weil... So, mit Kämpfen hier mit den Kleinen... Das genießt. Den habe ich nicht gesehen, den Raptor, ne? Nee, der kam von rechts hinter dem Felsen her. Der macht ja auch keinen Schaden hier, dieser Pteradon. Hier sieht aber noch alles gut aus. Dort da hinten sind keine bösen Tiere. Das ist eine Schildkröte. Da ist ein Dilo, der ist aber egal. Ich drehe mal das Floß, ne? Ja. Oder? Ja. Ja, besser ist das. So. So muss das auch nicht gehen. Dann kannst du die da direkt hochbringen. Ja, geht doch gut. Klasse. Hä? Was passiert hier? Ich schwebe. Ich will nicht schweben. So. Freddy fehlt noch. Ich kann nicht. Kannst du ganz oben aufs Dach setzen. Ja, tue ich auch. Das ist doch toll. Das finde ich jetzt mal richtig cool. Und U drücken, ne? Nicht vergessen. Mann, ich habe U gedrückt. Gut. Aber dein Vieh schwebt noch. Den habe ich aber hingesetzt. Nein, ich mache das. Machst du das mal? Ja, ich wäre jetzt beinahe vom Dach gefallen. Ja, macht ja nichts. Okay. Ich passe auf den hier oben auf. Ich bleib jetzt hier.
Dann ab nach Hause. Dann ab nach Hause, dann fahr mal. Ich weiß nicht, wo lang. Genau da, geradeaus jetzt. In die Richtung. Oh, da sind aber Spinos. Ja, vielleicht sind die noch da, vielleicht aber auch nicht. Und Schildkröten. Du guckst, wo irgendwas Böses ist, ne? Ja, ich sehe gar nichts Böses im Moment. Mir wäre es ganz recht, wenn du in der Mitte vom Fluss bleibst. Dann kann man... Oh, da ist ein T-Rex. T-Rexe. Mini-T-Rexe. Kleine T-Rexe. Große T-Rexe. Ach, du Scheiße. Fahr nach rechts. Da hinten ist der Spino. Du meinst links. Links ist der Spino, rechts ist der T-Rex. Das ist aber ein Baby-T-Rex. Ja, T-Rex ist ja egal. Die kommen ja im Wasser nicht hinterher. Oh, guck mal, kleine T-Rex. Den kannst du vielleicht einsammeln. Ich sammle hier überhaupt nichts ein. Ich hau hier ab. Der geht ins Wasser. Das ist komisch. Schatzi! Hier oben ist alles gut. Von wegen, ich gehe nicht ins Wasser. Ich weiß jetzt nicht, wo ich hin muss. Rechts, links, links. Ich bin ganz aufgeregt. Links. Nicht zu links. Bleib in der Mitte der Fahrbahn. Der Spino ist beschäftigt. Ja. Die T-Rexe. Boah, da hinten die. Weg. Das war. Was ist das da vorne? Noch ein T-Rex. Noch ein T-Rex. Halt dich jetzt links. Da müssen wir eh hin. Was ist denn mit diesen T-Rexen hier los? T-Rexe, die ins Wasser gehen? Wieso schwimmen die auf einmal, die Scheißviecher? Das finde ich nicht schön. Nein. Ich sehe unsere Insel. Kann das sein? Ja. Ach, guck mal, das ist einer von den Neuen. Links. Aber das Boot ist gut. Jetzt kannst du noch was sehen. Wo ist einer von den Neuen? Ach nee, doch nicht. Das war doch ein Bronto. Das ist ein Bronto. Ja, der sah erst so... Ich gucke jetzt von außen. Das ist hübsch. Seefahrt mit 9 Tieren. Was haben wir dabei? Wir haben... Einen Raptor dabei, einen Biber, einen Kano, einen heranwachsenden Kano und ganz oben steht Betty, unser Flugviech. Du fährst und voll du? Auf eine Insel zu. Ja, ich bin auch ganz oben. Ja, ich gucke ja von außen, dann kann man ja nicht mehr steuern. Du, es ist einfacher, wenn du... Gleich hast du die Insel mitgenommen. Du musst jetzt steuern. Ich konnte wenn doch du steuern? Warte mal. Wenn du links an der Insel vorbeifährst. Das geht dann schneller. Also jetzt geradeaus. Dreht das Floß sich? Oder dreht die Kamera sich? Nee, du drehst dich nicht. Die Kamera dreht sich nur. Du musst ein bisschen nach rechts. Jetzt drehst du dich. Ja, ja. Dreht geht ja nur in der... Zu weit. Nach links. Wieso? Das ist doch unsere Insel. Ja, das ist aber das erste, das ist nicht unser Tor. Wenn du da rumfährst, ist es ein bisschen kürzer. Meinst du? Da guck ich jetzt mal auf die Karte. Nee, wir sind ganz oben am äußeren Ende. Oder nicht? Das ist nicht unser Tor. Wir müssen einmal ganz rum. Und ja, es ist weniger rum, wenn du jetzt geradeaus fährst. Dann fahr ich mal weniger rum. Boah, wir haben es geschafft. Na, noch nicht ganz. Wer weiß, ob hier irgendwelche riesigen Seeungeheuer sind. Das finde ich eigentlich viel spannender als so ein Gigantosaurus, der jetzt hier ans Spiel kommt. So ein Seeungeheuer. Wirklich riesige Viecher, ne? Ja, und die ich auf mein, einmal auftauchen. Muss ja auch nicht alles zähmbar sein. Nein, nein. Und der muss einmal nur da sein. So ein riesiges, so ein Boss halt. Ne? Der aber immer da ist. Ja. Aber immer woanders. Also der halt da rumschwimmt überall, ne? Ja. Was meinst du, der taucht hier auf einmal auf oder siehst da hinten auf einmal so eine riesige Seeschlange, die dann so ins Wasser wegtaucht. Da würde ich Schiss kriegen. Ja. Kleinen Kick rechts. Ich muss ja zugeben, ich gucke hier gerade nebenbei Fußball. Island gegen Portugal. Das ist Kreisklasse. Und ich gucke hier unten wieder Hai rumschwimmen. Ich mach das auch gleich wieder aus. Und das ist ja nicht zum Angucken. Das ist ja nur so, weil wir ja gerade Fußball-EM haben. Ab und zu gucke ich dann da mal rein. Guck mal, hier ist jetzt schon der Durchgang rechts für da, wo der Bär war.
wo wir versucht haben, den Bär umzuklommen. Ja, das ging ja leider nicht. Nee, leider nicht. Wir brauchen nur hinten um die Ecke und dann sind wir schon zu Hause. Aber wir können ja bald Narkosepfeile machen, richtige Darts. Das hätten wir ja mit dem Primitivmod nie geschafft, ne? Einen Bären zu zähmen, geht gar Nein, nicht. Nein, den hätten wir vorher umgebracht. Selbst mit der Armbrust hätten wir den vorher umgebracht. Oder du musst ihn irgendwie so einfangen und immer mit dem Knüppel drauf. Und nee, das geht ja auch nicht. Du machst irgendwann mehr Schaden, weil er zu schnell regeneriert hat. Ja, eben. Und das finde ich dann ein bisschen doof. Soll ich den mitnehmen? Fahrer? Ja, ich dachte, der springt hier gerade auf die Rampe auf. Oh, was ist das denn hier? Dodo-Power oder was? Boah, sind hier Dodos. Guck dir das mal an. Ein kleiner Trike. Süß, ne? Wisst ihr, da sind wir ja schon. Oh, kleine Schildkröte. Das ist so ein kleiner Kinderzoo hier. Streichelzoo. Oh, das wird, glaube ich, schön, wenn das Dorf da oben steht, ne? Ja, wenn man hier so ankommt, das wird bestimmt schön, wenn es dann schön beleuchtet ist und so. Das kommt gut. Und ich finde das Floß gut hier mit den Rampen. Magst du das dann noch wenden, damit ja, die Rampe auf der anderen Seite ist? Ja, ich will ja erstmal so hin. Ich bin ja gerade am... Das nee, Moment, die Rampe ist ja richtig auf der richtigen Seite. Die haben wir jetzt anders gebaut. Alles gut, ja. Ja. Das eine ist ja nur für uns. Ja. So. Tut. Angelandet. Soll ich dir helfen? Auf dem Raptor kann ich runterreiten. Ja, die anderen kannst du dann mitbringen. Ich habe deine Betty jetzt gerade weggebracht. Achso. Ja, ich stand gerade oben neben ihr. Ah, die kriegen Essen hier. Das ist geil. So, der ja, ne? Kano. Selbst hier unten. Das ist gut. Ich kann dir jetzt gleich einen abnehmen. Ja, es ist ein bisschen schwierig. All die weil. So. Komm, Hellboy. Nein. Mache ich mal den Bären rein. Guck mal, der kriegt mich die ganze Zeit fressen hier. Das finde ich gut. Ja. Dann muss man jetzt aber das Fleisch aus ihm rausnehmen und in den Trog reintun. Tue ich doch gerade. Ach so, das ist gut. Kannst du noch den... Kann ich was? Den anderen holen? Ja. Den Biber? Oh, wir brauchen unbedingt ein großes Gehege für die Viecher. Aber wir haben Biber. Ja. Ich gehe Holz hacken, bring dir das und du baust ein kleiner Zwerg. Was baue ich? Warte mal, wie siehst du denn aus? Hä? Wieso, wie sehe Deine ich aus? Mütze passt nicht. Dein Kopf kommt links und rechts aus der Mütze raus. Nee, das ist jetzt schick. Dass deine Mütze und die komischen Klappen aus den Backen kommen? Ja, nein, die ist eingelaufen, die Mütze. Ja, so sieht die raus. Das ist jetzt mehr so eine römische... Ich weiß auch nicht, was sie da wieder gemacht haben. Zieh doch deinen einen Hut wieder auf. Aber was wollte ich dir sagen? Ach gut, ich gehe Holz hacken und du baust hier so Barrikaden für da hinten die Viecher. Dann haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Du levelst und die kommen mal hier raus, dass man hier wieder reinlaufen kann.